Heute testen wir 10 von den verrücktesten Mods in Mario Kart. Euch erwarten Mods, welche neue Charakter ins Spiel bringen, uns in neue Strecken führen und auch Mods, welche ein bisschen fragwürdig sind. Lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir legen los. Die erste Mod, die wir heute haben, ist ein neuer Charakter. Und zwar, wenn wir auf Lakitu gehen, dann sehen wir, Lakitu wurde zu SpongeBob Schwammkopf. Und ich finde, das Model ist richtig, richtig gut. Also ich habe selten so ein gutes SpongeBob-Model in Mario Kart gesehen. Dann haben wir... Der hat Sounds, what the fuck, das wusste ich gar nicht. Dann haben wir passend zu SpongeBob noch das perfekte Auto, und zwar das Krabbenburger-Kart. Das ist perfekt. Und der Gleiter hat eine gute Nachricht für euch. Ihr wisst, was zu tun ist. Und wie soll es auch anders sein, haben wir noch eine Custom-Strecke. Und zwar seht ihr unten, Peach Schlossgarten ist nicht wirklich Peach Schlossgarten, sondern Delfino Square vom Nintendo DS. Ich bin gespannt, wir gehen rein. Peach Schlossgarten stimmt leider nicht ganz, denn der Text wurde nicht übernommen, aber es ist Delfino Plaza. Und das ist eine Map, die es aus irgendeinem Grund nicht in den Booster Pass von Mario Kart geschafft hat. Keine Ahnung. Das ist eine der legendärsten Maps, die es je gegeben hat, und sie ist nicht in Mario Kart 8 Deluxe. Deswegen müssen wir sie ins Game modden. Wir sind ready. SpongeBob auf dem Krabbenburger. Und damn, das sind Flashbacks. Das sind absolute Kindheitserinnerungen für mich. Damals auf dem DS immer auf Delfino Plaza rumgefahren. Und natürlich dementsprechend kenne ich auch noch die Strecke sehr gut. Es gibt hier immer zwei Wege. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die Shortcut hier auch noch da ist, wenn ich... Oh mein Gott, sie ist noch da. Oh mein Gott, sie ist noch... Sie ist sogar... Was? Das ist cool. Sogar die Shortcuts wurden übernommen. Das ist ja mal so geil. Also wenn du... Fan von Oldschool oder vom alten Mario Kart bis von der Strecke. Und diese Shortcut... ich hab grad Dopaminüberschuss. Holy fuck. Ich kann es mir nicht erklären, warum diese Map es nicht in den Booster-Streckenpass geschafft hat. Es hätte keine Map gegeben, die es mehr verdient hätte als Delfino Plaza. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber dafür gibt es ja zum Glück die Modding-Community, die dann solche Sachen zum Glück nachreichen kann. So, ich habe eine Tröte. Heißt Adios Blue Shell. Und ich glaube, hier rechts war noch eine Shortcut. Aber kann man die Schumless machen? Ja, kann man, aber ob sie sich lohnt, ist die andere Frage, ne? Das wäre wirklich so eine coole Strecke für Online-Modus gewesen. Ich hoffe, dass wir sie spätestens in Mario Kart 9 oder Mario Kart X oder Mario Kart 10, keine Ahnung, wie sie das nennen wollen, dass wir es dann spätestens da bekommen werden. Und zum Kart, ich finde cool. Klar, hat jetzt nicht wirklich was in Mario Kart verloren, weil es ist halt nichts von Nintendo, es ist halt SpongeBob. Aber ist cool. Vom Stil her passt es auch irgendwie hier rein. Also falls sich Nintendo irgendwie dazu entscheiden sollte, irgendwann mal eine SpongeBob-Collab zu machen, dann wäre Mario Kart ein gutes Game dafür. Ich meine, das SpongeBob-Model sieht super aus. Lol, stimmt, man fährt ja hier rückwärts, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. War das so im Original? Nee, ne? Rückwärts? Okay, das ist was Neues gerade. Damn. Im Original ist man die Strecke nie rückwärts gefahren. Das wüsste ich, glaube ich. Aber ich finde, es ist ein cooler Twist, weil dann siehst du die Strecke auch mal von der anderen Seite. Genau deswegen liebe ich die Modding-Community von Mario Kart, weil sie zwar alte Strecken wieder zurückbringen, aber halt trotzdem noch was Neues einbauen, wie zum Beispiel das jetzt hier, dass du die ganze Strecke nochmal rückwärts fährst am Ende. Und das ist halt sehr cool, wenn du ein OG-Spieler bist und die Strecke nur nach vorne kennst, die Strecke auch mal rückwärts fahren zu sehen. Ey, sehr, sehr geil. Wahrscheinlich eine meiner Lieblingsstreckenmods jemals in Mario Kart. Einfach nur, weil ich diesen Nostalgiefaktor habe, dass ich diese Map so unglaublich liebe. Unsere nächste Mod ist nochmal eine Character-Mod. Es ist zwar nicht ein Charakter, wo ich sagen würde, dass er es in irgendeiner Weise verdient hat, hier in diesem Game gefeatured zu werden. Aber ich habe es auf der Modding-Seite gesehen und dachte mir, aufgrund der aktuellen Ereignisse könnte man es ruhig in einem Video featuren. Und zwar haben wir einen Reskin für Waluigi, und zwar ist Waluigi Donald Trump. Wer hat sich die Mühe gemacht, diesen Mann in Mario Kart reinzumachen? Der hat sogar vorne auf dem Auto eine Amerika-Flagge als Emblem. Oh mein Gott, so viele Details. Warum? Und passend dazu haben wir noch einen Gleiter. Make America fucking awful again. Okay, ab nach Amerika, let's go. Und wir haben natürlich auch wieder eine Custom-Strecke. Und zwar nicht die Keishikane, sondern Wii City Frost Flooded City. Habe ich noch nie von gehört, aber sah in der Preview sehr cool aus. Wobei dieser Eisblock an der Seite schon ein bisschen goofy aussieht gerade. Aber alles andere, was ich in der Preview gesehen habe, sah echt nicht schlecht aus. Und ich finde ja generell, jetzt wo der Winter so langsam kommt, kann man ja auch mal ein bisschen mehr Schnee-themed Sachen hier reinmodden. Und ich habe auf jeden Fall auch vor, oder ich hoffe, dass mir das irgendwie gelingt, zur Weihnachtszeit ein bisschen mehr Weihnachtscontent auch zu machen. Ein bisschen, wenn es um Mario Kart Modding geht zum Beispiel, dass man da vielleicht mal irgendwas Weihnachtsmäßiges reinmacht. Und Link, du stirbst. Okay, du stirbst nicht. Jetzt! Nein, jetzt! Mann, Donald Trump, dein Aim ist kacke! Ja, genau, dass man vielleicht einfach zur Weihnachtszeit mal eine Spezialfolge Mario Kart Mods mit Weihnachtsmods macht. Was mache ich hier? Donald, hör auf! Guck mal, er kann nicht mal Auto fahren. Warum sollte dieser Mann Präsident werden? Ich hoffe, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht schlecht altern wird. Weil der Tag, wo das Video rauskommt, ist der 5. November. Heißt, das ist der Election Day in den US, wo die Leute jetzt halt wirklich wählen gehen, ob sie Kamala Harris oder Donald Trump als nächsten Präsident oder Präsidentin haben wollen. Und das ist halt schon, wenn man überlegt, was das auch für Europa oder für Deutschland oder für die Schweiz und generell alle Länder in Europa einfach, was das für Folgen haben kann. Weil das sind sich viele Leute nicht bewusst, dass die Präsidentschaftswahl in den USA nicht nur für US-Bürger
sogar Auswirkungen hat, sondern teilweise auch Auswirkungen auf europäische Angelegenheiten haben kann. Ich will jetzt hier nicht zu sehr in die Politik gehen, weil das ist hier kein Ort dafür. Aber naja, einfach nur, damit man das auch gesagt hat. Oh Gott, nein! Oh mein Gott, das habe ich überlebt. Das ist geisteskrank. Okay, weiter geht's. Nevermind, ist nichts passiert. Okay, komm, wir sind aber noch nicht Erster. Und was man auch noch nicht was ich by the way vergessen habe zu sagen, ist, dass wir wieder natürlich, wie in jeder Mods-Folge, die Harder AI Mod drin haben. Das ist eine Mod, die ich nicht zu den 10 Mods dazu zähle, weil es einfach eine Mod ist, die die Gegner ein bisschen schwieriger macht. Weil wir spielen ja hier offline gegen Bots, logischerweise, weil man mit Mods nicht online spielen darf oder sollte. Und deswegen sind die Bots hier auch ein bisschen stärker als sonst. Und ich merke das auf jeden Fall auch gerade. Aber es kann auch einmal daran liegen, dass ich einfach nur wie Brot fahre gerade. Aber naja, zur Map so, ich find's eigentlich ganz cool. Ich finde dieses Konzept cool, dass du durch die Stadt fährst, aber die Stadt ist nicht auf einem festen Boden, sondern ist einfach im Wasser. Es erinnert mich so ein bisschen an diese eine Stadt aus Raft. Es ist alles sehr einheitlich, die Farben sind cool, es ist alles sehr bläulich gehalten, was halt cool ist, weil es ein Winter-Theme ist. Und ich finde generell Wintermaps in jedem Game, egal ob es jetzt irgendwie eine Winter-Area in The Last of Us oder sowas ist, Winterorte sind immer nice in Games. Wenn der Schnee gut gemacht ist oder die Farbgebung nicht zu übertrieben ist und einfach schön passt, dann finde ich es richtig nice. Und das wird ordentlich Zeit kosten, diese Blue Shell. Holy fuck! Okay, aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt mit Absicht nicht Erster, damit ich sicherstellen kann, dass auch Donald Trump in Real Life nicht Erster wird. So, wir sind Zweiter. Let's fucking go. Ich glaube, ihr habt gecheckt, wen ich wählen würde, wenn ich Amerikaner wäre. Die nächste Mod ist wieder eine Character-Mod. Und zwar ein Skin für Baby Luigi, oder wohl eher ein neuer Charakter über Baby Luigi. Und zwar KK aus Animal Crossing. Und hier weiß ich, er hat Custom Sounds. Yippie! Und auch hier haben wir wieder eine Custom-Strecke und zwar im Hyrule Cup sehen wir schon, Hyrule-Piste ist ein bisschen röter geworden, ein bisschen düsterer. Mal schauen, was da abgeht. Und wir sind auf Blood Red Hyrule. Ja, es ist basically Hyrule während des Blutmondes. Also es ist einfach nur eine Retexture von der ganzen Hyrule-Map, aber halt ein bisschen düsterer, ein bisschen röter. Es ist der Weltuntergang. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Blutmond irgendwo sehen. Ich gehe mal nicht davon aus, aber ich fand die Map einfach in der Vorschau trotzdem cool. Und man muss ja nicht immer komplett neue Strecken haben. Ich finde es auch cool, einfach mal da ist wieder Donald Trump, scheiße. Ein Retexture von der Map zu haben, um eine Map mal einfach anders aussehen zu lassen oder eine Map mal in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Weil ich finde das hier cool, weil es einerseits halt wirklich was mit Zelda zu tun hat, weil es ja den Blutmond gibt, in Breath of the Wild, in Tears of the Kingdom und bestimmt auch in anderen Zelda-Games noch. Und da finde ich es halt cool, sowas auch mal in Mario Kart zu sehen. Klar, es sind die Retextures und es ist auch nicht die perfekteste Map, die ihr je sehen werdet, weil zum Beispiel hier vorne die Bäume sind immer noch grün, während die Tannen da vorne alle eher rötlich gehalten sind, aber machst du nix. Mario Kart Mods zu erstellen ist schon hart genug, da kann man mal so kleine Details vergeben. Und ich finde auf jeden Fall, dass der Mod-Ersteller hier einen sehr guten Job gemacht hat. Also hat auf jeden Fall diese Blutmond-Vibes, wenn halt in Breath of the Wild oder TOTK mal der Blutmond erscheint. Und den Gleiter finde ich wieder sehr gut. Yes! Blutrotes Schwert. Nein! Oh, wer hat die da hingelegt, Bro? Was soll das denn? Nein! Ey, hallo! Ich habe nur eine Münze auf dem zweiten Slot. Durch hier, los! Oh, oh mein Gott! Nein! Warum hat die... Die haben die Position gewechselt, die Pflanzen. What the fuck? KK, du passt überhaupt nicht in Zelda, aber ich wollte dich trotzdem dabei haben. Die Rubine sind sogar rot. Das ist auch geil. Wir haben die Rubine geupgradet. Davor waren sie nur ein Rubin wert. Jetzt sind es 20. Die Mitte ist offen. Los! Nein, nicht schon wieder. Oh, Trump. Nein. Du wirst in keinem Universum Erster. Verpiss dich. Schnell durch, solide, ohne von der Pflanze gegessen zu werden. Los, KK. KK Slider for President. Yeah. Ey, aber sehr cool. Sehr cooler Vibe auf der Zelda-Strecke. Sehr, sehr nice. Für die nächste Mod bleiben wir bei KK, weil wir haben keine Charakter mehr. Aber wir haben eine coole Kart-Mod. Und zwar haben wir einen Skin für die Kirmesdroschke. Und zwar einen VW-Bus. Boah, lass mal so einen Monster-Truck-VW-Bus. Und auch hier haben wir wieder eine Custom-Strecke. Und zwar seht ihr, Excitebike-Stadion hat sich ein bisschen verändert. Schauen wir mal nach, was da abgeht. Und wir sehen, es ist nicht Excitebike-Stadion, sondern Frostbike-Stadion. Ja, es ist auch wieder ein Retexture für eine Map, die es schon gibt, und zwar Excitebike Stadion, aber halt einfach im Winter. Und ich habe mir das so angeschaut auf der Modding-Seite und dachte mir, was ist, wenn das normale Excitebike einfach nur so ein Sommer-Event ist, wo alle hingehen und sich denken, ja, cool, kann man hingehen. Aber was ist, wenn Frostbike das Jahresevent ist? Das Event des Jahres, wo alle hinwollen, weil sich alle denken, okay, im Winter hat man eh nichts zu tun. Da kann ich auch mal Leuten zugucken gehen, wie sie mit Monster Trucks in einer Arena herumfahren, wo alles komplett aus Eis ist. Klar, wir spüren jetzt hier den Effekt nicht, weil ich glaube, es ist relativ schwierig, hier den ganzen Boden durch Eis zu ersetzen, was natürlich cool gewesen wäre, weil da wäre alles ein bisschen rutschiger und schwieriger gewesen. Aber allein der Fakt, dass wir hier mit einem Monster Truck VW-Bus durch Frostbike Arena fahren, das ist schon geil. Das ist einfach nur, das ist schon geil genug. Mit KK Slider in einem scheiß Monster Truck VW-Bus. Wer denkt sich sowas aus? Okay, actually habe ich mir die Kombo ausgedacht. Ich bin selber schuld. Was ist mit den Zuschauern? Drehen die sich im Kreis? Ihr guckt doch gar nichts
zu. Was macht ihr da vorne? Hört mal auf, euch im Kreis zu drehen. What the fuck? Okay, ich soll vielleicht nicht meinen Platz aufgeben hier. Ich komme wieder. Boah. Ja, das fühlt sich gut an, der VW-Bus mit Monsterreifen. Und aufs Fußpad. Putz. Hat der einen Stern hier vor mir? Wer ist das? Larry? Lol, sogar das Ding hier rechts, das große Pixelmod. Nein! Meine Items! Komm, KK, gib ihm! Wo sind wir? Runde 2, okay. Ah, Melinda auf dem ersten. Ich bin zwar... Okay, nee, du nicht. Melinda ja, Pauline nein. Hallo! Hallo, Melinda! Ich bleib mal hinter dir, ne? Ich bleib genau bei Melinda jetzt. Okay, Melinda ist nicht mehr auf dem ersten. Tut mir leid, Melinda. Ich hole den ersten Platz für uns Animal Crossing, Leute. Hol du irgendeine andere gute Platzierung, Melinda. Aber holen bitte nicht den letzten oder irgendwas Schlechtes unter 4 oder so. Nein! Oh, okay, Melinda, damn! Hol ihn dir, los! Warte, ich schieß ihn ab. Ja, hol ihn, Melinda. Wo bist du, Melinda? Komm nach vorne. Ich lasse Melinda überholen, wenn sie kurz vom Ziel hinter mir ist. Nein, Larry ist hinter mir. Fuck. Fahr drüber, Larry, bitte. Nein. Oh, okay. Sorry, Melinda. Ich hätte dich gerne erst lassen werden, aber du warst leider schlechter als Larry. Und damit wären wir auch schon durch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr in Zukunft mehr Modding-Videos sehen wollt. Und wenn ihr direkt jetzt mehr Modding-Videos sehen wollt, dann schaut euch gerne das Video an, was gerade auf dem Screen ist.